sind es noch 50 Meter bis zur Startmarke und das zweite Rennen läuft. Das sei dieses Rennen. Auftakt zur ersten V5-Wette. Hellwohl geht die am schnellsten hinter dem Wagen ins Rennen und hat jetzt erstmal das Kommando. Federleichter von Assauer, der verfällt in der Lok. Zweite Position hat White Phoenix. Assauer nicht mehr auszuparieren. Drittes Pferd jetzt zu Rising Lieber, wo es in den ersten Bogen hineingeht und wo Assauer jetzt disqualifiziert wurde. Vierter ist draußen, Carlos Ass, dann setzt auch Etorix nach in fünfter Position. Innenfolter Mr. Gray von Royal Cash und Key for Success. 500 Meter jetzt zurückgelegt, die erste Zwischenzeit dazu lautet 1:16:05. Hellboy weiter in Form. Hellboy führt, dahinter White Phoenix, Surprisingly Lieber, außen Carlos Ass mit Etorix im Schlepptau, das sind die ersten fünf. Zwei Linken zurück, dann Royal Cash mit Ihnen, Mr. Gray, dann Lucky Evel und Key for Success. Eine Runde noch zu traben, Hellboy führt, Hellboy vor White Phoenix. Carlos Ass in der zweiten Spur unterwegs, dahinter dann Etorix, der ein schönes Rennen hat. Etorix vor White Phoenix und Hellboy. Etorix aber kann sich hier weiter frei machen. White Phoenix vorbei jetzt an Hellboy. Etorix gewinnt hier vor White Phoenix. Hellboy auf dem dritten Platz. Dann kommt weit zurück. Mr. Gray auf Platz 4. Vor Carlos Ass. Ja, das ist Gegner.